Hier das universelle Gravitationsgesetz. Nachdem Isaac Newton sich die Frage gestellt hatte, wieso ein Apfel stets nach unten fällt, hat er das universelle Gravitationsgesetz erstellt. Dieses Gesetz besagt Folgendes: Zwei Massen M1 und M2, deren Zentren sich im Abstand klein r voneinander befinden, ziehen sich gegenseitig mit zwei gleich großen entgegengesetzten Kräften F12 und F21 an, so dass diese zwei Kräfte dieselbe Stärke haben. Diese Stärke bezeichnen wir mit F-Index gr wie Gravitationskraft, und diese Stärke wird berechnet durch eine Konstante groß g mal das Produkt der zwei Massen M1 und M2 geteilt durch das Quadrat der Zahl r. Diese Zahl r ist der Abstand zwischen den Zentren dieser zwei Massen. Und diese Konstante groß g, die man Gravitationskonstante nennt, hat den Wert 6,67 mal 10 hoch minus 11 Newton mal Quadratmeter geteilt durch Kilogramm im Quadrat. Durch dieses Gravitationsgesetz konnten die drei Gesetze von Kepler mathematisch bewiesen werden.